Sorry to bust in your party, bitches. Bin ich tot? Game over direkt? Hoffentlich nicht. Jill. Barry, I heard someone talking. Oh, you heard. I think age is starting to take its toll. Talking to myself is becoming a bad habit. Mm-hmm. Talking to yourself? You all right? What's gotten into you? I'm getting you worried, aren't I? But don't, I'm all right. I guess this creepy mansion has gotten to my nerves. Anyway, I think I'll go outside, get some fresh air for a change. Don't worry, I'm just going to get some fresh air. If I'm lucky, I'll get to waste some monsters along the way. Na, bitte die Spinne. Was soll ich denn? Ich weiß nicht, soll ich... Ich habe keine Ahnung, was Ammo-Dingsbums angeht hier in dem Game. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt den Grenade Launcher einsetzen kann. Besten Gewissens gegen dieses Drecks-Spinnenvieh. Weil ich auch nicht weiß... Obwohl, normalerweise eine Shotgun müsste eigentlich reichen. Rein theoretisch. Shotgun, das Ding fällt runter. Das Ding fällt runter. Und dann nochmal. Plant 42 Report. 4 days have passed since the accident. The plant at Point 42 is growing at an amazing rate. Although there are many unknown aspects about this plant, we know that in comparison with the other group of plants, the T-Virus has had a substantially stronger effect on this one. The T-Virus has drastically morphed its host anatomy as well as its size. Looking at its current state, it's difficult to imagine its original appearance. Nowhere on Earth will you find anything like it. We've also found that Plant 42 has two main sources of acquiring its necessary nutrients. Yeah. One source is through its root. Somehow it has rooted itself down into the basement. Immediately after the accident, a scientist went mad and destroyed the aqua ring. Ever since, the basement has been like a pool. There is a high possibility that it's one of the chemicals in the water what's promoting the Plant 42's rapid growth. However, we have yet to determine the specific chemical. A bob-like body of the Plant 42 has been sighted hanging from the ceiling on the first floor of the first floor. We are sure that it used the air ducts to reach the first floor. Numerous long tentacle-like vines are protruding from the bulb. Do it for the vine. Do it for the TikTok. Do it for the vine hätten wir in dem Fall hier bei Plan 42 und do it for the TikTok hätten wir im Dining Room gehabt. We believe the vines are the second means of acquiring its nutrients. When the Plan 42 senses prey, it uses the tentacle-like vines to capture its prey. After doing so, suckers on the vine drain the prey of its blood. We've also noticed that it has some intelligence. When it captures its prey or when it's inactive, the vines twine around the door to stop possible intruders. Unfortunately, several of our scientists have already fallen victim to this Plant 42. When we heard the stories from the survivors, they all observed one thing in common. When the uniform petal-like flaps open and reveal its vital internals, it has a tendency to become more aggressive. One witness reported what it was as... that it was as if was trying to protect itself. Why it behaves the way it does is still unknown. May 21st, 1998, Henry Sarto. Okay, da haben wir schon mal ein bisschen Informationen zu Plant 42 bekommen, dass wir ebenfalls gleich tackeln dürfen. Gibt, glaube ich, nur eine Möglichkeit, dieses Shelf, whoops, zu schieben. Das bin ich mittlerweile gewohnt, irgendwie in diesem Game, ein paar Shelves in irgendwelche Richtungen zu schieben. Obwohl, nee. Nee. Wenn ich mich hier reinsqueezen... Oh. Ah. So. Und dann so. Ah, ja. Yep. There's nothing special. Good. Ich warte mal damit. Brace yourself for impact like Satan cast an ancient spell on this track. Every verse I brainstorm makes hurricanes form. Wind gusted flip trucks rain and burn in napalm. Diabolic. Ey, ich hab grad... Ohne Scheiße, ja. Ich hab grad echt Probleme. Das sind wir gewohnt von mir. Aber ich meine, diese scheiß Spinne!
Okay. Das kostet gerade echt scheiße viel Überwindung. Ich weiß auch nicht warum. Freunde. Ist es mehr als eine? Okay. Do it for the wine! Okay, da ist es. Okay. Yes. Oh ja, direkt den fetten Tank abgeschossen. Yeah. Oh, you fucking like that, you son of a fuck. Oh. Da ist noch eine hier hinten. Ein bisschen nämlich schon kurz da am... Direkt hier oben, seht ihr das? Direkt da oben. Mhm. Meine größte Sorge war jetzt, weil ich das Ding irgendwie auch links gerade in meinem Ohr gehört habe, war genau diese dieses Drecksvieh hier, das irgendwie auch von oben auf mich runterspringt. Kann man aufhören, das Ding zu twitchen, das ist ekelhaft. Ich mag keine Spider-Streams. Nee. Nee. A red oil lamp, it's not lit. I know what I'm doing. Or I have to be doing. Okay, klären wir die Scheiß-Area hier erstmal. Fuck you! Sorry für Perlung, Bitches! Sorry für Perlung. Ich hoffe, dass der ein... Wie sie da an der Decke hängt! Und wie er wie sagt. An advertisement for an arm wrestling contest. The winner will be named chief for a day of the Raccoon Police Department. Ah. Ist nicht hier oben, oder? Hier ist noch eine. Ne, oder? Ah, es ist eklig. Ah! Two, three, four, five, six. There doesn't seem to be anything significant about the order. But what? Huh? An orange oil lamp, it's not lit. Okay, hat vielleicht irgendwas mit den Billardballs zu tun. Hey, Balls. Werden wir sehen. Wir holen den Leiter auf jeden Fall. Oh Gott, jetzt schüttelt es mich gerade echt. Das ist eklig! Ups. Moment. Yeah! Get fucked! Ups. Drei Schuss. Come up here, you fuck. Come here. Come here. Come here.
regret your goo, you fuck! Okay, ich glaube, wir sind... Gut. Ich glaube, wir sind clear. Dreck gerade wieder zusammengezuckt, als sie zusammengezuckt ist. Red Book! Haben wir denn da? It's a book with a red cover. No shit. Nothing is printed on any of the pages. Is there a special way to use it? Maybe? Wine bottles lie scattered about. They're all empty. Ja, großartig. Ah, okay. Noch eine Candle. Okay. Leiten wir doch gleich mal die Candles. Ah, sorgen dafür, dass die... dass die Viecher weg sind. Mm. No bueno. Okay. I don't like it. I don't like it. Ich bin gerade mehrere Tode auf einmal gestorben wieder. The good shit. First aid? A herb mix of green and blue herbs was inside. Ooh. Alright. Thanks for this. I'll put it in my resume. Wir haben drei Green Herbs, wir könnten wir da... Ja, wir haben vier Green Herbs. Aber ich behalte das mal. Wo ist denn den Leiter jetzt? Da habe ich ihn. Und das können wir übrigens ebenfalls nochmal stacken. Stacken! Und dann rein mit den Bullets... Ups. In die Box. Hey Box. Wehe, diese Drecks-Spinnenleichen liegen noch da. Dann kriege ich auch einen Anfall. Nicht denselben, den ich hatte, als ich zum ersten Mal die Spinne gesehen habe. I think a spider. Pretty much. Gown. Yep. Light it up. A strange silhouette hovers in the reddish light. It could have some kind of meaning. Illuminati. Take my soul and my body. A leather jacket. Part of it has been burned by acid. Ah. Ja, 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 ja. Sieht mir aber eher nach einer Schallplatte aus. Na gut. Wie du meinst, meine gute Jill, Miss Valentine. Her name is something Valentine. Deswegen Chief Irons, vielleicht war... Ja, okay. Laut den Büchern von S.D. Perry, die übrigens extrem gut sind, wenn ihr Fans von Resident Evil seid, definitiv holt euch auf Amazon die Bücher von S.D. Perry. Ich habe sie in dem Fall im Original auch geholt. Gibt es zu jedem Classic Resident Evil und zu Resident Evil Zero und zum ersten Film sogar. Und noch ein paar Bücher, die Caleb and Cove, was die Story zwischen 1 und 2 noch erklärt. Da geht es um Rebecca Chambers unter anderem. A train to the red hovers in the green light. Could it have some kind of meaning? Okay, hier waren zwei, oder hier sind zwei. Okay. Something about 2, 3, 4, 5, 6. Hätte sein können. Moment. Okay, vielleicht können wir hier tatsächlich noch nichts machen. Aber wir haben ja noch den Raum, beziehungsweise die Leiter nach unten.
Das ging vorhin ganz schön auf die Stimme, habe ich übrigens mittlerweile gemerkt. Ich versuche das Ganze ja mal ein bisschen von Commentary, habt ihr vielleicht schon gemerkt hier in Resident Evil 1, ein bisschen gediegener, ein bisschen chill, ein bisschen laid back zu machen. Deswegen hat es mit der Spinne gerade vorhin echt nicht gut getan. Absolut nicht. Nehmen wir uns ein paar Herbals mit. Ah, fuck it, let's go.